So, den schwierigsten Teil von unserem kleinen Sommermenü haben wir jetzt hinter uns. Jetzt geht es an die einfachen Sachen, die dann also wirklich auch selbst mein Kind kochen kann. So dass wir dann also, wir kochen das Rhabarber-Chutney. Dazu brauche ich eine Sauteuse. Wir haben uns hier unseren Rhabarber vorbereitet, die Zwiebeln vorbereitet. Ich habe die nötigen Zutaten dazu schon parat gestellt. Wir spitzen jetzt die Zwiebeln an, geben dazu den Rhabarber, geben die Zutaten, anderen Zutaten dazu und lassen das Ganze einfach nur einfach weich kochen. Ich werde jetzt wieder ein bisschen Öl, Rapsöl in die Sauteuse geben, werde da die Zwiebeln nur leicht glasig schwitzen. Zwiebeln sind leicht glasig gegart. Jetzt kommt der komplette Rhabarber dazu. Wichtig ist, dass ich bei dem Rhabarber keine Flüssigkeit dazufüge, weil der Rhabarber hat als solches genügend Flüssigkeit. Das ist wie unser Spargel, besteht nur aus Flüssigkeit. Also wenn man jetzt richtig Rhabarber kochen würde, da bräuchte ich auch als Kompott nur lediglich maximal so ein Viertel-Literchen auf die kleine Menge. Aber wir wollen ja, wie gesagt, eine sämige Marmelade dazu, eine herzhafte Marmelade von kochen. So, jetzt gebe ich nach und nach die ganzen Zutaten noch dazu, wie gesagt, Rosinen noch. Dann ist ganz wichtig ein paar Senfkörner. Schärfe technisch, Chilischote. Ist nicht jedermanns Geschmack, muss man gucken. Ich mag es doch, dass man eine gute Mischung aus diesem Süßhaften und dieser Schärfe bringt. Also bei mir kann ruhig ein bisschen Schärfe ran, sage ich jetzt mal. Ich mache hier deswegen zwei Chilischoten ruhig mit ran. Chilischoten, man kriegt sie ja hauptsächlich nur in 100 Gramm Packungen und die verbraucht man ja nicht. Wir trocknen die uns auch immer frisch und dadurch haben wir dann längere Zeit dann eben was für unsere Küche zum Verbrauchen. So, wichtig ist, dass wir jetzt noch frischen Ingwer noch dazu rein. Ich würde den Ingwer auf keinen Fall schneiden, weil der Ingwer ist faserig und wenn die Fasern in dem Chutney drin sind und man darauf umherkaut, ist es absolut nicht angenehm. Deswegen nehme ich einfach eine Reibe, da bleiben oberhalb der Reibe bleiben die Fasern und unterhalb habe ich einfach das leckere Ingwer. So, das ist das, was ich meine. Die Fasern bleiben einfach hier oben. So. Beim Rhabarber darf natürlich auf keinen Fall Zimt fehlen, weil das ist ja ein typisches Gewürz für den Rhabarber. So, was wir natürlich total vergessen haben, ist jetzt noch Zucker. Weil Rhabarber ohne Zucker, ich glaube nicht, dass da einer glücklich mit wird. Wichtig ist, dass ich zur Rhabarbersäure jetzt noch den Gegensatz dazu setze an Säure und in dem Fall nehmen wir Balsamico Bianco, also weißen Balsamico, der dem Ganzen jetzt noch eine absolute Rundung verpasst noch. So, diese ganze lasse ich jetzt langsam köcheln, bis alles weich ist, rühre noch mal kräftig durch. Und schon ist das Rhabarber-Chutney fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de